Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, und das am 20. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Mannschaft des FC Augsburg. Und die sind ja Achter in der Tabelle, aber wir sind dieses Jahr noch völlig ungeschlagen und wir haben 3-mal hintereinander gewonnen. Und das hat es das letzte Mal gegeben 2011. Damals unter Volker Finke. Ja, man, das ist also so lang her. Ja, ich sag dir, also wir sind übrigens nur 18 Punkte von Europa entfernt. Ja, und das ist ja heutzutage gar nichts mehr, wenn man sich das anschaut. Ja, hier, Vizekusen ist auf Platz 2, 15 Punkte von Platz 1 entfernt. Das ist so eng im Moment. Ja, total. Vor allen Dingen, wenn man sich auch mal das Torverhältnis anschaut. Ja. Und ihr habt ja bestimmt schon gemerkt, der Simon Terodde, der trifft ja in jedem Spiel einmal mehr. Das hat angefangen gegen Gladbach mit einem Tor, danach 2 in Hamburg, also gegen Augsburg werden es dann schon 3 werden und gegen Dortmund 4. Und am vorletzten Spieltag kommt Bayern München zu uns in Stadion. Ja, das kann man dann selber ausrechnen. Ne? Übrigens, was man sich auch ausrechnen kann, es funktioniert mit den Standards, seit Kevin McKenna die Dinger trainiert. Ja, ja? Endlich. Wir haben zuletzt sogar eine Ecke verwandelt. Wahnsinn, das ist das letzte Mal passiert, anno, was weiß ich. Pierre Littbarski. Gefühlt ist das so lange her. Ja, das stimmt. Nur der Pierre, der heißt heute anders. Der heißt nämlich jetzt Vincent und er ist wieder zurück. Vincent Cosiello. Das ist unser absolutes Ass, das wir jetzt im Ärmel haben. Ja, und übrigens passt er da auch rein, nämlich in den Ärmel, ne? Und auch in die Mannschaft selbstverständlich. Und er passt zum nächsten Gegner. Der kann die nämlich in ihrer Puppekiss, kann der die Möd spielen. Ne? Ja, super. Und 3 Siege in Folge. Und jetzt haben wir diese Granate dann noch am Start. Also Leute, wo soll das denn enden? Aber bitteschön, werdet jetzt nicht wieder direkt größenwahnsinnig. Dürfen wir natürlich auch nicht. Wir müssen mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Genau. Und deswegen steht die Strategie der kölschen Demut auf unseren Shirts. Ja, genau. Er hat recht. Muss dir nicht direkt ins Hemd machen. Ne? Kannst du nur auf jetzt essen. Ne? Und da steht nämlich drauf, wir denken von Sieg zu Sieg. So muss es laufen. So muss es laufen. Kleine Schritte. Ja. Aber erfolgreich. Ne? Ja. Frag nicht wie. Ist im Grunde wie in der Kneipe von Kölsch zu Kölsch denken. Und anfangen mit 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Augsburg. Grüßchen, Leute. Ja. Ja. Nicht wieder so, ne? Direkt alles auf einmal wollen. So kann es nicht laufen. Nein. Kleine Siege führen nach Europa. Ja. Mehr wollen wir ja gar nicht. Wie viele brauchen wir? Noch 14, ne? 15 jetzt 15. Mit Augsburg. Ne? Aber ja, Augsburg ist ja eh schon klar. Ja.